So, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr da seid. Heute geht es weiter mit dem Fünfer. Und zwar werden wir heute gemeinsam einmal die Koppelstangen vorne tauschen, also die Verbindungsstangen für die Vorderachse. Denn eine Seite, da habe ich gesehen, ist die Manschette eingerissen. Und somit ist das defekt. Und wir kommen so auch nicht über den TÜV. Deswegen tauschen wir die einmal heute aus. Ich habe einmal zwei neue für beide Seiten natürlich, also Lenkungsteile, so also Koppelstangen sollte man immer paarweise tauschen, also links und rechts, weil meistens ist es so, dass wenn man jetzt nur eine Seite tauscht, die andere Seite zwei Wochen später kaputt ist. Und in dem Fall machen wir natürlich beide Seiten gemeinsam jetzt. Ich habe das Fahrzeug schon mal angebockt. Hierbei zu beachten, speziell beim Fünfer und eigentlich bei allen Fahrzeugen, beim Tausch der Koppelstangen müssen beide Räder vorne entlastet sein. Das heißt, ich muss die komplette Vorderachse anheben, sodass beide Räder frei schwebend sind, weil sonst haben wir das Problem, dass über den Stabilisator, wenn eine Seite belastet ist, sich die Kräfte auf die andere Seite übertragen, auf die Koppelstange, und dann kriegen wir mächtig Probleme beim Aus- und Einbau. Deswegen Fahrzeug beidseitig komplett anheben, sodass der Stabilisator komplett entlastet ist, damit wir die Koppelstange ganz, ganz einfach und schnell wechseln können. Wie gesagt, ich habe hier jetzt schon mal aufgebockt für die Koppelstangen. Ich habe jetzt gerade schon mal nachgemessen, haben wir jetzt vorne jeweils 16er Schlüsselweite. Wir brauchen einmal ein 16er Nuss und einmal eine 16er Maulschlüssel, um die Koppelstange zu lösen. Die neue habe ich nachgemessen, haben wir einmal 14 und einmal 17. Ne, messt das alles mal vorher nach, legt euch das ganze Werkzeug bereit, sodass ihr da nicht durchgehend Werkzeug suchen müsst. So, hier haben wir einmal die Koppelstange. Das ist einmal die linke Seite, und zwar ist die hier oben befestigt, und einmal hier unten irgendwo, ich sehe das jetzt gerade gar nicht, auf jeden Fall ist es halt einfach nur einmal oben, einmal unten befestigt, und wir lösen jetzt im Prinzip hier diese Mutter, halten hier einmal gegen, also in dem Fall mit dem 16er Schlüssel hier gegenhalten und hier mit einer 16er Nuss die ganze Geschichte lösen. So, ich nehme hier in dem Fall jetzt einfach mal einen Schlagschrauber. Wie gesagt, hier einmal mit dem 16er Schlüssel gegenhalten. Müssen wir mal gucken, ob wir da dran kommen vernünftig. So. Und dann nehmen wir uns einen Schlagschrauber, gucken, ob wir die gelöst kriegen hier oben. Setzen hier an. Ganz schnelle Geschichte in dem Fall. Einmal hier lösen. Und das gleiche mache ich jetzt einmal kurz unten. Dann sucht ihr euch hier wieder die Kerbe. Und löst. Und da habt ihr die Koppelstange schon gelöst. So, dann nehmen wir uns die neue Koppelstange, führen die hier einmal unten ein und einmal natürlich auch oben. So, und dann schrauben wir alles einmal wieder fest. So, und das gleiche einmal oben. So, und schon ist die Koppelstange getauscht. Also es ging jetzt echt einfach. Wie gesagt, wichtig dabei zu beachten ist natürlich, dass beide Seiten komplett entspannt sind, sodass der Stabilisator, der hier entlang läuft, der verbindet ja beide Seiten miteinander über die Koppelstange, dass der halt ohne Last ist. So, dann kommt das Rad natürlich wieder drauf.
so, ich gehe jetzt mal auf die andere Seite und mache jetzt die andere Seite fertig. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich einmal kurz wieder. Leute, das ist jetzt ziemlich geil hier. Ich habe zwei Koppelstangen bestellt vom selben Hersteller. Zwei Stück. Und die Seite hier wird komplett anders befestigt. Also hier habe ich in dem Fall einen Imbus von innen und muss mit dem Imbus hier gegenhalten, weil ich hier keine Kerbe habe für einen passenden Schlüssel. Also das ist jetzt natürlich extrem nervig, kann aber mal vorkommen bei so Billigprodukten. Aber normalerweise darf das eigentlich nicht passieren. Ne, egal was ich bestelle, das sollte dann möglichst irgendwie aus derselben Charge kommen. Weiß ich nicht. Ist extrem uncool, was halt Reparatur angeht. Jetzt muss man halt doch wieder Werkzeug suchen. Und die andere Problematik ist, ich kann das jetzt nicht mit dem Schlagschrauber anziehen, sondern muss jetzt per Hand dann die Mutter draufdrehen. 5er Imbus übrigens. So, beide Seiten sind fertig. War auf der Seite natürlich ein bisschen nervig, die ganze Geschichte. Wegen dem Imbus. Also ich mag sowieso Koppelstangen, die einen Imbus zum Gegenhalten haben, absolut nicht. Weil die Dinger sind jetzt ein paar Jahre drin und beim nächsten Austausch kriegt man diesen scheiß Imbus nicht mehr gelöst und muss den ganzen Rotz dann wegflexen. Also da ist wirklich, wer noch Imbus benutzt als Hersteller, das ist eigentlich ein Witz. Also das kann eigentlich nicht sein. Weil diese Gegenplatte, die da ja am Ende vom Gewinde ist, die kann man ja ganz entspannt aussparen auf einen 17er oder auf einen 19er Maulweite, sodass man da halt vernünftig gegenhalten kann. Aber das ist echt eine Spielerei. Aber nun ja, jetzt sind die drin. Rad drauf. Ja, dann sind wir durch mit der Geschichte. So, das war's mit diesem Video. Einmal noch die Räder nachknacken mit dem Drehmomentschlüssel und dann sind wir wieder bereit auch für die Fahrt. Lasst einen Daumen hoch da, kommentiert gerne etwas und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.